entwickelt. Wir durften die Institutsrechner nutzen, was damals gab es noch keine PCs oder so etwas. Mhm. Da war ein Prozessrechner HP 1000, der im Institut zur Verfügung stand, und irgendwelche Terminals waren etwas ganz Tolles für so ein junges Unternehmen. Ja. Und insofern waren unsere Fixkosten am Anfang sehr niedrig. Das war die allererste Floppy Disk. Ich glaube, das sind 5 1/4 Zoll. Ja. Und das andere sind die 3,5 Zoll. Ja, die Speicherkapazität war gigantisch. 4 Disketten, a 1,6 Megabyte war die Installation. Ja. Und da waren dann auch noch Karten mit drauf von, was weiß ich. Das war unser Memory Stick von damals. Ja. Ja. Wir waren noch am Institut, noch bis 82. Und hatten dann aber schon unsere ersten kleinen Büros, tatsächlich in der Rindheimer Straße. Wann kamst du da hin, Tom? Ich glaube, es war 1 oder 2 Jahre später, es müsste 83 oder 84 gewesen sein. Ich habe eben noch an meiner Promotion gearbeitet. Mhm. Das war dann in meiner Freizeit schon für PDV gejobbt, sagen wir mal. Denn wir hatten dann damals, glaube ich, auch im ersten HP 1000 in der PDV. Genau, wir haben uns einen ersten eigenen Rechner gekauft. Dann habe ich angefangen, eigene Software zu programmieren, um Verkehrsumlegungen zu rechnen. Das war dann der Start von Lesung. So hat man damals Handbücher gemacht, selbst gedruckt, selbst gelocht. Ja. Ja. Selbst übersetzt, das war alles. Selbst übersetzt. Ja, das war auch eine große Herausforderung, weil wir waren ja dann international. Und die Kunden haben natürlich erwartet, dass es nicht nur die Software, sondern auch die Handbücher in allen Sprachen gab. Aber 5 GmbHs, das war dann die PDV und das war dann Logistik und Traffic. PDV-System. Die PSV. PSV in Dresden, die PDV Consult. Die der Ulrich Pranolte geleitet hat. Ja. Und dann damals die VCK. Ja. Der Michael Zahling ist dann ausgeschieden aus der PTV und hat die VCK übernommen. Der TTK. Ja. Die ist jetzt heute, die ist dann irgendwann zur TTK geworden. Ja. 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 Ja, ihr wart ja unser erster ausländischer Partner. Ja. Das sind Ortis in Niederlanden, hat Tourenplanung angefangen, übernommen und war der Top-Distributor und der Top-Akteur in den Niederlanden. Das müsste ich weiß das noch genau, das war in 89 und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne noch mal die Software von PTV in Niederlanden verkaufen. Und sind wir hier hingefahren und haben wir mit dir geredet. Und du hast gesagt, ja, wir haben eigentlich noch keine Erfahrung mit ausländischen Tourenplanern, aber wenn ihr anfangen wollt, kein Problem, macht das. Und dann haben wir das gemacht. Und das Einzige, was du gesagt hast, mir, ja, Vincent, das ist alles prima, aber du kaufst erstmal eine Lizenz von Intertour. Und das war eine Schweinemenge Geld, was ich noch. Das waren 30.000 D-Mark, das war in 89, das ist dann 30 Jahre her, 10 Jahre nach Gründung. Ja, genau. So, ich sage auch immer, 40 Jahre her PDV gegründet, 30 Jahre PDV Niederlande gegründet. Mhm. Und dann noch 10 Jahre später diese AG. In der AG. Ja. Und das war die Einweihung des neuen PDV-Hauses mit großen Gästen. Ich glaube, das war 97. Das ist 97, ja. Ja, damals konnte man nicht einfach digitale Karten kaufen, sondern wir mussten die selber produzieren. Wir haben angefangen, selbst Stadtpläne und Straßenkarten zu digitalisieren und davon die Straßennetze zu erfassen. Ja. Ich sehe hier noch eine jüngere Ausgabe von euch beide. So. Das ist der. Hast du uns erkannt? Karlsruhe ist für diese Art Entwicklung natürlich der perfekte Standort gewesen. Weil das Institut für Verkehrswesen war damals die Nummer 1 in Deutschland und hatte auch weltweit Ansehen und Kontakte. Ich sag mal, mindestens 20 Jahre haben wir einen wesentlichen Teil unserer leitenden Leute und sukzessive aus dem Institut geholt. Wir hatten damals die ersten PCs, das waren dann 286er, dann kamen 386er. Und da muss man sich vorstellen, da musste die ganze Software plus die ganzen Daten musste in 1 Megabyte Daten. Ich habe mich nicht versprochen. Also das ist, wir reden nicht über Gigabyte. In 1 Megabyte. Man hatte 1 Megabyte adressierbaren Speicherraum. Und das waren natürlich Riesenherausforderungen. Und dann reden wir über Anfang 80er Jahre, denke ich auch noch. Das ist dann eher Mitte bis Ende 80er Jahre. Mitte, okay. Damals gab es noch keine Farbdrucker. Das heißt, wir hatten Stiftplotter. Okay, das heißt, die ganzen Texturen, Füllungen hier, die sind wirklich durch einzelne Striche gemacht worden. Also einer der wichtigsten Kunden, den ich damals gefunden hatte, war das Hessische Landesamt für Verkehr. Mhm. Die wollten natürlich für ganz Hessen möglichst solche Verkehrs
Umlegungen rechnen. Mhm. Und ich habe einen Vertrag bekommen, da stand drin, das Programm muss mindestens 1000 Knotenpunkte bearbeiten können, also Verkehrsknotenpunkte, also von der Netzgröße her. Und das war wirklich, wirklich, wirklich am Limit. Und ich habe am Ende geschafft, mit allen Tricks und Mitteln, dass ich eine Version abliefern konnte, die 998 Knoten. Mhm. Und das war dann okay. Also unsere erste Tourenplanung haben wir programmiert auf einem, was man heute einen Taschenrechner sagen würde, auf einem Texas Instruments programmierbarer Taschenrechner. Und wir waren, genau wie auf der Verkehrsseite, waren wir in der Logistikseite immer an allen Grenzen von Rechenleistung. Auch. Da kamen die grafischen Oberflächen, dann hat man angefangen, Windows-Oberfläche zu programmieren. Und wir haben immer versucht, irgendwo das Neueste zu kriegen, was irgendwo da ist. Wir haben auf der Logistikseite angefangen, Straßennetze zu erfassen und haben dann Tourenplanung mit Sicherheit als erste auf Straßennetzen rechnen können, was es damals sonst noch überhaupt nicht gab. Aber das Einzigartige ist, glaube ich, auch an der PDV, es gibt meines Wissens keine andere Firma, die gleichzeitig den Logistik- und den Traffic-Markt wirklich in der führenden Rolle bedient. Ja, wir haben ja in den 90er Jahren dann angefangen, auf das neue Thema Mobilität zu gehen. Und die PDV hatte sich schon ein Stück weit auseinanderentwickelt mit PDV-System auf der einen Seite, mehr im Verkehrsbereich und mit der PDV im Logistikbereich. Und als wir dann zusammen hier das Haus gebaut haben und hier eingezogen sind, ist man erstmal räumlich wieder zusammengekommen. Und dann gab es dann sukzessive auch wieder immer mehr Berührungspunkte, gemeinsam nutzbare Technologien. Aber ich glaube, mit dem Grund war auch, dass die PDV immer sehr viel gearbeitet hat, sehr viel Innovation gebracht hat, aber wir auch immer miteinander feiern konnten und es gerne gemacht haben. Ja. Und man sieht, man spürt auch, wenn wir auch neue Ideen entwickeln und dass wir dann uns da Donuts und Teams formen, dass da quer durcheinander Leute sich mal treffen und austauschen. Und, das ist mir unglaublich viel wert. Und dann sieht man auch, dass man von beide Seiten Technologie liefert, Ideen, Innovationen. Und ich glaube, wir sind extrem gut daran gewachsen und da war Traffic Software eigentlich der Vorreiter, dass wir ziemlich schnell uns ganz stark auf Produkte orientiert haben, auf Dinge, die man einmal baut und dann mehrfach verkaufen, lizenzieren kann. Das war eines der berühmten Navigationssysteme, die man sich so vorne ans Armaturenbrett gebaut hat. Und wir haben ab 90 dann angefangen, die ersten PC-Produkte mit Map & Guide insbesondere zu verkaufen. Ja. Und dann hat sich das sukzessive entwickelt. Wir waren die Ersten, die damals Verkehr auf der Straße mit dem Angebot der Bahn zusammengebracht haben. Ja. Heute ist das ganz normal, wenn du Google Map aufmachst, dann kriegst du direkt Verkehr und Straße. Das haben wir aber vor, was ist das jetzt, 30 Jahren auch schon gekonnt. Ja. Wir sind eigentlich in unserer ganzen Entwicklung nie so gewesen, dass wir auf Ertrags- oder Gewinnmaximierung oder sowas gegangen sind, sondern wir sind eigentlich immer eine Firma gewesen, die die Werte orientiert sich entwickelt hat und die mit ihren Kunden auch umgeht, im Sinne dessen, wie kann ich am besten etwas für meinen Kunden tun und wie kann ich am besten letztendlich für unsere Mobilität und für unsere Gesellschaft tun. Ja, das ist mein Lenkrad momentan. Das ist natürlich, ich habe es von Hans bekommen. Das war in 2011. Also für mich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer Vertrauen zueinander hatten, dass wir offen waren und auch das, was du dann wirklich fortgesetzt hast, dass es keine, wie soll ich sagen, politischen Spielchen in der PDV geben kann. Das heißt, einfach das Zusammengehörigkeitsgefühl, wir wollen gemeinsam erfolgreich sein, wir wollen gemeinsam voneinander lernen, wir wollen nichts verbergen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Werte, die für mich auch den Erfolg der PDV ausgemacht haben. In 2011 haben wir das angefangen und in 2012 habe ich das mal fertiggestellt. The Mind of Movement, das ist dann eigentlich PDV nochmal neu darzustellen, auch als eigene Familie, Traffic und Logistics, Consult, alles unter einem Dach. Super. Und natürlich unser Buch eigentlich, das was jeder Mitarbeiter dann bekommen hat. Wo wir gesagt haben, okay, wir haben eine Corporate Identity und seid dabei.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Und den, wenn wir den fortführen können in der neuen Umgebung, wäre das perfekt. Diese Freiheit und Unabhängigkeit, die spüren wir übrigens auch, die kriegen wir auch von der Porsche. Tom, wie siehst du? Ja, ich denke auch, die Freiheit und Unabhängigkeit ist natürlich eine gute Chance, auch eine gute Situation jetzt für die PDV. Ich glaube, für die Mitarbeiter ist auch wichtig und die Chance, warum die das akzeptieren. Es gibt ihnen auch Stabilität und Sicherheit, diesen Eigentümer zu haben. Das war natürlich unsere große Party, die wir dann mit aller Mitarbeiter hier gefeiert haben, wenn das dann so weit war, dass der Porsche SE uns gekauft hat. Und das habe ich nicht alleine getrunken, das haben wir dann mit 300 Mitarbeitern hier, haben wir ein Gläschen Champagner getrunken. Ich glaube, es kommt eben in den nächsten 30 Jahren, wird sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in unserem Verkehrs- und Logistikverhalten und in unseren technischen Möglichkeiten die Welt komplett drehen. Und das ist genau das, was wir historisch schon immer gemacht haben, was wir verstehen und wo wir konstruktiv und aktiv mitarbeiten können. Es wird einen wahnsinnigen Wandel geben und da sind wir mittendrin. Ja. Also ich denke, eine große Herausforderung und auch eine sehr, sehr große Chance. Ich weiß, dass die PDV schon in Teilbereichen daran arbeitet, ist die Integration der künstlichen Intelligenz in unsere Produkte. Ja. Weil derzeit muss immer noch ein Mensch, Gott sei Dank kann man sagen, muss noch verschiedene Szenarien austesten. Ja. Und ich glaube, dass die künstliche Intelligenz uns da Riesenfortschritte bescheren wird. Ja. Und das ist eine große Herausforderung, eine große Chance. Ja. Tut da was, macht das, bringt es rein.